Wir hatten es geübt. Du bist stark. Du kannst das. Die wollen meine Omi umbringen. Die wollen meine Omi töten. Meine 94-jährige Omi. Die ist nur 17 Mal komorbide. Okay, geht schon wieder. So unsolidarisch. Warum sind alle so unsolidarisch? Schaut euch das an. Ich konnte kaum ein Glas Wasser heben. Autofahren wurde gefährlich. Weltautorin Elke Bodaras kämpfte mit unerwarteten Nebenwirkungen. Nach drei Impfungen spürte ich irgendwann mal ein Stechen in Schmerz, obwohl ich journalistisch oft über Corona berichtete. Dauerte es sehr lange, bis bei mir der Groschen fiel, eine Impfnebenwirkung. Verdammt nochmal, Regie! Entschuldigung, geht schon wieder. Okay, ihr werdet es wahrscheinlich selber schon mitbekommen haben, aber es ist ja kaum zu glauben, oder? Wie unsolidarisch ist diese Welt geworden? Jetzt haben die echt ein Nein zu der wundersamen Heilspritze abgegeben. Diese kruden, rechten, Aluhut-Schwurbel-Nazis haben doch allen Ernstes mit Nein für die Impfpflicht gestimmt. Ich fasse es nicht. Was glaubt ihr, was jetzt passiert, wenn der Winter wieder kommt und auf all die angeschlagenen Raucherlungen trifft? Und dann kommt der Virus. Hat dann da einer mal mitgedacht, was der mit den armen Rauchern jetzt im kommenden Winter ist? Die sind doch eh schon angeschlagen. Die sind doch eh schon in der Risikogruppe. Wieso nimmt keiner Rücksicht auf diese Person? Und wenn ich Leuten von meiner toten Omi erzähle, dann sagen die, ja, aber du kannst dich nicht erwarten, dass die für ewig lebt. Die war auch schon 94. Okay, wisst ihr was? Das ist krude und schwurblig und rechts und ihr habt einen Aluhut auf und den würde ich mal absetzen. Hashtag geh dich doch boostern. Der einzige Lichtblick in der Sache ist, dass meine Partei, die Grünen, die haben wenigstens für Ja gestimmt, okay? Weil die sind nämlich Teil der Solidargemeinschaft und denken nämlich auch mal an andere und nicht nur an sich. Aber wisst ihr, was eigentlich noch ganz viel wichtiger ist als das, ist nämlich... kleinen Moment. Hallo? Ja, Mama. Boah, Mama, ich kann gerade nicht. Boah, Mama, du sollst doch nicht in mein Zimmer rein. Nein. Nein, Emilia Fest, ja, das Gesicht. Nein, das ist nicht ihr Körper. Photoshop. Boah, Mama. Boah, Mama. Ja, ich mag die Emilia halt. Aber die hat halt keine Nacktfotos. Mama. Boah, Mama. Boah, Mama, ich rufe dich später an, okay? Mach den Laptop doch jetzt einfach zu, Mama. Boah, Mama. Bitte jetzt. Sorry, das tut mir leid. Was noch ganz viel wichtiger ist. Oh Mann, verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Wisst ihr was? Ihr seid alles richtig doofe. Rechter Aluhut-Schwurbel-Nazi. And that's all, folks.